Ja, wichtige Botschaft von Mutter Erde. Dunkle Energien zerstören uns alle. Und jetzt gilt es natürlich umso mehr, dich mehr und mehr davon zu befreien. Und ich habe hier 5 Punkte vorbereitet, die aufeinander aufbauen. Der erste Punkt ist natürlich die Botschaft, die eigentliche Botschaft von Mutter Erde, die ich bekommen habe. Und dann eben die entsprechenden Ausführungen und Vertiefungen. Und am Ende kann ich dir jetzt versprechen, gibt es natürlich für dich nochmal die Möglichkeit, wie du es schaffst, direkt selbst auch mit Mutter Erde in Kontakt zu treten. Also bleib dran. Ja, und jetzt kommen wir doch mal zum ersten Punkt mit der Botschaft von Mutter Erde, die ich bekommen habe, für dich und für die ganze Welt natürlich. Und die habe ich mir jetzt extra auch aufgeschrieben, damit ich die wirklich ungefiltert einfach jetzt an dich weitergeben kann. Und die lese ich jetzt mal vor. Hier brauche ich meine Brille dazu und dann geht es auch schon los. Wirklich von Pachamama bekommen, Mutter Erde. Ihr habt euch von mir entfernt, kennt mich nur noch theoretisch, beutet mich aus und zerstört das Paradies, das ich euch gegeben habe. Diese dunkle Energie der Gier und Macht hat nur mehr Zerstörung gebracht, dich von der Einheit in der Natur entfernt, und du lebst inzwischen in einer künstlichen Welt, gefangen in eine Illusion des Getrenntseins. Dabei wirst du als Sklave dieser Macht- und Gierenergie immer unglücklicher. Das ist ein Weckruf für dich, ein Weckruf, jetzt ins Handeln zu kommen und dich zu befreien, zurück zu mir, zu deiner Mutter zu kommen. Und als deine Mutter gebe ich dir alles, was du brauchst, wenn es noch nicht zu spät ist, denn mein Reinigungszyklus hat schon begonnen. Ich muss mich von diesen zerstörenden Energien und Bewohnern befreien. Ich möchte dir helfen und dich wachrütteln, dass du mit mir zusammen das Paradies wieder erschaffen kannst. Befreie dich von dieser Illusion und öffne dich für deine Mutter. Bleibe nicht an der Oberfläche, sondern tauche ein in die Magie der Natur, der Energie und der Verbundenheit. Höre auf dein Herz und höre auf die Stille, die dir die Wahrheit flüstert. Wir sind alle durchdrungen von der Liebe und miteinander verbunden, um das Lied der Schöpfung zu singen. Die Trennung ist Illusion, Gier und Macht das Gift, das uns ins Dunkle führt. Befreie dich. Die Wahrheit liegt in deinem Herzen. Okay, das war jetzt die Botschaft von Mutter Erde. Und jetzt gehen wir doch in die Ausführungen, in die nächsten Punkte mal rein. Und jetzt kommen wir doch mal zum zweiten Punkt, die dunkle Energie von Macht und Gier. Da möchte ich kurz mal ausholen, damit man es hier versteht, weil viele glauben, dass es normal ist, wenn du immer mit dieser Energie umgeben bist, dass es normal ist, diesen Konsum, diese Gier und so weiter ist bei uns kultiviert in der Gesellschaft. Und da möchte ich hier mal ein kurzes Beispiel bringen. Das heißt, stell dir mal vor, du lebst in einem Indianerstamm, der keinen Fortschritt kennt, der einfach komplett eingebunden in der Natur, in den, ja, sag mal, Zyklen der Natur ist. Und das gibt auch einen Schamanen dort. Und das heißt, der Schamane ist immer dafür zuständig, dass dieses Gleichgewicht in dieser Community immer da ist. Und früher ist es auch so gewesen, wenn ein Mitbewohner sozusagen mehr als vielleicht nur ein Tipi haben wollte, also ein Zelt, weil jeder von diesen Bewohnern hatte nur ein Zelt, ja. Weil mehr braucht er ja nicht zum Leben. Und jemand, der mehr wie ein Zelt haben wollte, der musste zum Schamanen gehen, weil er eben krank war. Weil er krank war, weil er mehr haben wollte, als er eigentlich gebraucht hat. Und da hat die Krankheit schon angefangen, in diesem Stamm sozusagen. Und der Schamane hat schon vorher darauf eingewirkt, damit diese Krankheit von Gier, vielleicht von auch übertriebener Macht, nicht weiter ausufert, weil dieser Virus, würde ich so beschreiben, sich natürlich dann auch übertragen kann und dieses Gleichgewicht stören kann. Ja, und wenn man das jetzt hier auf unsere Gesellschaft überträgt, wo einem beigebracht wird, dass mehr und mehr und mehr immer besser ist, da frage ich mich, auf irgendwelche Kosten wird der dann gelebt, weil andere haben es vielleicht dann weniger und die Ressourcen werden immer mehr und mehr verbraucht, ohne darüber nachzudenken, weil wir ja beigebracht bekommen haben, dass mehr für einen persönlich immer gleich besser ist. Aber unterm Strich müssen wir irgendwann die Rechnung bezahlen. Das heißt, schamanisch gesehen ist unsere Gesellschaft, vielleicht auch weltweit,
die Richtung, eine falsche Richtung, wie wir abgebogen sind. Das heißt, man sieht es ja auch, was für Resultate dann eben entstehen. Nur noch Zerstörung, Ausbeutung und so weiter. Und wo uns das noch weiterhin führt, wenn wir nicht drastisch, ich sage es wirklich nochmal, drastisch uns verändern, uns davon zu befreien, das ist eben wichtig. Und da geht es wirklich um die dunkle Energie, der Antrieb, warum wir so handeln, wie wir handeln. Und wenn dieser Antrieb quasi geheilt wird oder eben anders gesehen wird, dann schaffen wir es auch, das umzusetzen. Ja, und das führt mich jetzt zum dritten Punkt. Der dritte Punkt ist, dass man sich vorstellt, Mutter Erde ist ein lebendiger Organismus und so gewaltig, dass der hat natürlich auch eine eigene Intelligenz. Das heißt, wenn dieses Ungleichgewicht zu stark wird, dann kann sich die Mutter Erde komplett selbst reinigen und dieser Reinigungszyklus findet ja auch jetzt schon statt. Wir sind mitten in diesem Reinigungszyklus und der wird sich immer weiter und weiter und weiter verstärken. Und es gibt auch genügend Menschen, die schauen da nicht hin, die blenden das einfach alle aus und denken sich, Mensch, Hauptsache ich, und blendet das Ganze eben aus. Aber die Generation danach oder noch danach, die wird dann irgendwann nicht mehr überlebensfähig sein. Das heißt jetzt, wenn ich das aufs Bild übertrage, da gibt es ein schamanisches Bild, das mir auch erzählt worden ist, dass zum Beispiel die Erde ähnlich wie ein riesiger Elefant ist und wir sind ähnlich wie die Ameisen, die auf diesem Elefanten quasi herumlaufen. Und wenn sich dieser riesige Elefant einfach nur mal schüttelt, dann werden wir einfach davon runterfallen sozusagen und werden dann nicht mehr da sein. Und das ist die Kraft von Mutter Erde. Das heißt also, das kann die Mutter Erde einfach mit uns machen, wenn sie das will. Aber Mutter Erde, auch hier nochmal kurz, schamanisch gesehen, liebt uns. Deswegen heißt sie auch Mutter Erde und gibt uns alles, was wir zum Leben brauchen. Wir sind quasi die Kinder von Mutter Erde und als diese Kinder und auch die Miterschaffer sozusagen dieses Paradies, sind wir auch mitverantwortlich. Das heißt jetzt auch, schamanisch gesehen, dass wir als Menschheit, also als menschliche Rasse, auch Hüter der Erde sind. Wir sind dafür verantwortlich, wie die Erde ausschaut. Und wir haben das Paradies geschenkt bekommen und wir sind auch dafür verantwortlich, dieses Paradies zu erhalten und nicht zu zerstören. Wenn das eben der Fall ist, dann wird sich die Mutter Erde einfach schütteln und dieser Reinigungsprozess ist ja momentan schon im vollen Gange und der wird sich noch dramatisch verstärken, wenn wir jetzt nicht wirklich dramatisch ins Handeln kommen. Und das führt mich jetzt zum nächsten Punkt. Das heißt, was kannst du tun, um ja dieses Gleichgewicht wieder herzustellen? Ja, und das führt mich jetzt zum vierten Punkt, wie wir es schaffen, wieder die Einheit oder auch die Harmonie auf der Erde ein Stück für Stück herzustellen. Und da gibt es zwei Ansätze. Der erste Ansatz ist natürlich im Außen das zu tun, damit diese Harmonie wiederhergestellt wird. Das heißt zum Beispiel, dass wir aktiv zum Beispiel Bäume pflanzen, dass wir aktiv wieder zum Beispiel auch nicht die Flüsse wieder begradigen, sondern eben genau die Natur gibt uns ja vor, wieder so lassen, wie es eigentlich auch von der Natur vorgesehen ist, dass wir wieder natürliche Biotope erschaffen für alle Lebewesen. Denn jetzt zum Beispiel in Deutschland sind sehr viele Lebewesen, Insekten, Vögel und so weiter schon komplett verschwunden, weil wir eben Raubbau mit unserer Natur betrieben haben und das müssen wir ein Stück für Stück wieder herstellen. Auch natürlich die Bewaldung, dass wir auch lernen, wieder mehr und mehr das Ganze zu bewalden, um diese Harmonie wiederherzustellen. Und da gibt es ein wirklich beeindruckendes Bild von einem Mann, der hat hinter sich einen Hügel, einen riesigen Hügel, mehrere Hügel, eine riesige Landschaft voller riesigen Wäldern. Und er hat ein Bild, vor 40 Jahren waren das quasi nur noch Erdhügel, da war nichts da. Und dieser Mann hat in 40 Jahren die ganze Landschaft komplett verändert. Das heißt, wenn dieser einzige Mann das schafft, so einen Impact in der Welt zu erzeugen, wie ist es dann, wenn wir jetzt zum Beispiel in Deutschland bei 80 Millionen einfach nur jeder seinen Anteil dazu beiträgt, auch aktiv was dafür zu tun? Das ist das Erste, also im Außen was dafür zu tun. Da gibt es natürlich unterschiedlichste Sachen, die man machen kann. Und das andere ist natürlich auch das Wichtige, auch, dass wir aktiv wieder lernen, unser Herz zu öffnen und in direkten Kontakt mit der Mutter Erde und vor allen Dingen auch mit all den Lebewesen herzustellen, weil wir haben ja gesagt, schamanisch gesehen, wir sind nicht getrennt. Wir leben momentan in der Illusion des Getrenntseins. Das heißt, zu lernen, dein Herz wieder zu öffnen, auf die Stille zu lauschen und in dem Fall auch
die Schöpfung, das Lied der Schöpfung wieder wahrzunehmen. Das heißt, alles ist lebendig. Und da möchte ich hier eine kurze Geschichte erzählen von mir selbst. Und zwar, als ich angefangen habe, den schamanischen Weg zu gehen, war ich irgendwann mal zelten und dann war ich in der Nähe von einem Waldstück. Und ich kann nur so beschreiben, an diesem Wochenende habe ich so das Gefühl, dass mein Herz irgendwie weiter aufgegangen ist und ich habe die Verbindung zum Wald fühlen können. Ich habe so eine unheimliche Liebe gefühlt und wollte aus diesem Wald nicht mehr weg, weil es für mich so beglückend war, dass ich kann, das kann ich kaum in Worte fassen. Und das meine ich damit, das heißt, dass du hier lernst, je mehr du dein Herz öffnest, das hört sich immer so platt und banal an, aber das ist wirklich ganz essentiell, dass du hier lernst, wenn du dein Herz öffnest, dann fühlst du die Einheit wieder. Du fühlst die Verbundenheit. Wir sind nicht getrennt. Und dann kannst du auch gar nicht mehr anders handeln, als respektvoll und liebevoll mit all deinen Lebewesen und auch mit den Landschaft, mit der Landschaft, mit den Bäumen und so weiter umzugehen und nicht das Ganze eben zu zerstören. Ganz, ganz wichtig. Und jetzt kommt, das führt uns dann auch jetzt zum fünften Punkt. Das heißt also, wie du es schaffen kannst, auch hier wirklich aktiv mit Mutter Erde in Kontakt zu treten. Und das sage ich dir jetzt konkret, wie das funktioniert. Da gebe ich dir jetzt eine Übung mit. Und zwar, du kannst die Übung in zwei verschiedenen Varianten ausführen. Die eine Variante ist im Sitzen, dass du einfach auf dem Boden sitzt, wirklich am besten auf der Wiese, mit dem Steißbein logischerweise. Oder noch besser ist es sogar, wenn du dich mit dem Bauch auf die Wiese legst, ja, also mit dem Bauchnabel auf die Wiese und dann Augen schließt. Und dann stellst du dir vor, entweder aus deinem Steißbein oder in dem Fall aus deinem Bauchnabel kommt eine weiße Schnur aus Licht, quasi eine Lichtschnur, bis tiefer und tiefer, tiefer und tiefer zur Mutter Erde hinein, bis es tief und fest mit der Mutter Erde verbunden ist. Und dann stell dir vor, du versuchst Kontakt mit der Mutter Erde, mit der Pachamama aufzunehmen. In dem Fall, wenn du dir jetzt einfach auch hier vorstellst, bis sich eine, ich sag mal, personifizierte Wesenheit zeigt, also wie eine ältere Mutter oder eine weibliche Person eben sich zeigt, die steht dann natürlich für die Mutter Erde. Und dann, jetzt kommt der nächste Schritt, dass du ihr deine Liebe schenkst, ja? Deine Liebe als Gabe, denn schamanisch heißt es immer, das Gesetz von Aini, von Geben und Nehmen, zuerst was zu geben, bevor du was bekommst. Und dann gibst du die Liebe aus deinem Herzen, schickst ihr deine Liebe und dann kannst du Pachamama bitten, einfach zum Beispiel deine schweren Energien wie Angst, Wut, Trauer, Hass, Neid einfach helfen loszulassen. Und dann konzentriere dich einfach aufs Ausatmen und stell dir vor, die Mutter Erde, das ist ihr Naturell, schwere Energien einfach aufzunehmen. Und dann lässt du einfach alles los, lässt du alles los, lässt du alles los. Mit jedem Ausatmen lässt du alles los, lässt du alles los. Und das machst du so lange, wie du dich gut fühlst. Und du kannst auch die Pachamama, die Mutter Erde, natürlich auch bitten, ob sie noch eine Botschaft für dich hat, ähnlich wie die Botschaft, die sie mir gegeben hat. Gibt es für dich persönlich auch eine Botschaft, die du für dein Leben, für dich jetzt, die momentan am wichtigsten ist. Und das ist das Wichtige. Und wenn du möchtest, der Bonus wäre jetzt noch, du kannst dann auch, wenn du das alles losgelassen hast, Pachamama auch nochmal bitten, ob sie dich mit frischer, vitalisierender Energie auflädt und dann dich mehr und mehr aufs Einatmen zu konzentrieren und lässt diese wundervolle, vitalisierende, neue, frische Lebensenergie in deinen Körper einströmen. Und das machst du so lange, wie du dich eben gut fühlst. Und dann bin ich mal gespannt, du kannst es gerne auch unten in den Kommentaren mal vermerken, wie du dich danach fühlst, vor allen Dingen auch der Kontakt zur Mutter Erde, wie du es danach empfindest. Ja? Und lass dir Zeit dabei, das ist keine Übung, wo man jetzt einfach dahin quasi schnell mal macht, sondern lass dir Zeit dabei, das ist so eine richtige Übung, wo ich sage, 20 Minuten wären gut, wenn du dann dir dafür Zeit nehmen würdest. Okay? Ja, und das war mir eine wichtige Botschaft von Mutter Erde, die momentan eben auch wirklich raus muss. Und das war mir eine absolute Herzensangelegenheit, diese Botschaft an dich weiterzugeben. Ja, und wenn du vielleicht an einem Punkt bist, wo du merkst, du wirst immer sensitiver, du wirst immer feinfühliger und kannst solche Energien immer mehr und mehr wahrnehmen, kannst es aber vielleicht gar nicht richtig einordnen oder damit richtig umgehen. Oder auf der anderen Seite auch, dass du merkst, du bist in deinem alten Leben immer mehr und mehr fehl am Platz. Du hast dich aus deinem alten Leben herausentwickelt und du weißt, dass du dich verändern musst, aber weißt vielleicht gar nicht, wohin und warum das so ist.
Ja, dann klick doch einfach oben auf den Link und wir beide führen ein kostenloses Klarheitsgespräch, je nachdem, ob du mehr mit Energien auch wirklich aktiv arbeiten möchtest oder auch wirklich dein Leben verändern möchtest, das klären wir in dem Gespräch dann. Ich freue mich auf dich, bis zum nächsten Mal, bis dann, ciao, tschüss.